Trail. Anderen Weg, da kommen wir nicht raus. Hier arbeiten wir ein Intensity, mit dem wir prinzipiell immer abschließen, ganz unabhängig davon, wie der vorangegangene Trail verlaufen ist. In dem Fall habe ich mit dem verbalen Signal anderen Weg gearbeitet, was alle meine Hunde aus dem Alltag kennen. Die Hera wollte eine kleine Abkürzung nehmen, da hätten wir aber durchschwimmen müssen, war nicht möglich. Hier gab es links eine Möglichkeit abzuzweigen. Oder abzubiegen, hat die Hera ganz souverän genommen. Jetzt kommen wir nochmal an einen Abzweig nach rechts. Ich schwenke dann auch die Kamera rüber, weil ich selber unsicher war. Aufgrund dessen, dass die Hera so zielstrebig geradeaus weitergelaufen ist. Das heißt, ich musste meinen Hund beobachten. Ja, der Intensity selber sollte nicht länger als 200 Meter sein. Der hier war ungefähr Pi mal Daumen 150, 160 Meter lang, also im Rahmen. Dient natürlich zur Motivation. Und ich war dann ganz froh, als die Hera zielstrebig den atypischen Abzweig genommen hat. Ich denke, das Gefühl kennt dann jeder Hundehalter, wenn der Hund dann auch ankommt. Das heißt, Hund gut beobachten. Ich habe auch ihr Tempo zugelassen, um sie in ihrer Motivation nicht zu stören oder zu bremsen. Ja, klasse! Prima! Oh, super! Sehr gut! Super gut! Jetzt war ich aber unsicher, ganz zielstrebig. Prima! Puh!